Also das ist schon eine ehemalige Lohmühle. Da wurde für die Gerbereien dann die Lohe gemahlen. Im weiteren Verlauf wurde sie dann zur Kornmühle, bis sie dann in den 70er Jahren stillgelegt wurde. Und von diesem Zeitpunkt ist sie praktisch so vor sich hin verfallen. Wir haben das Projekt durch Zufall entdeckt, wo wir in der Nachbarschaft Dachfenster einbauen mussten, stand dran zu verkaufen. Daraufhin haben wir uns entschieden, das Projekt anzugehen und wieder in den Urzustand zurückzuführen. Haben jetzt 10 Jahre lang dran restauriert, hatten Unterbrechungen zwischendrin und haben jetzt praktisch die Mühle dann zu Wohneigentum wieder hergestellt, in Begleitung mit dem Denkmalamt. Ja, das Besondere an dem Gebäude ist auch, dass wir trotz der Historie einen KfW 100 Standort erstellt haben. Das heißt, wir haben auch energetisch ziemlich viel gemacht, ohne dass es nach außen auffällt oder den Charakter des Gebäudes zerstört. Das war auch im Denkmalamt sehr wichtig. Innen sehr hochwertig mit Lehm und Naturmaterialien das Gebäude dann wieder in den Zustand verbracht, wie wir es jetzt dann sehen, und ist schon ein Stück weit unser Stolz, wenn wir sagen, weil wir hier uns dann auch austoben konnten und dann auch letztendlich die Mitarbeiter am Objekt schulen, das auch als Schulungsobjekt verwenden konnten. Und ja, das Ergebnis lässt sich, glaube ich, sehen. Es haben sich halt auch dadurch auch neue Tätigkeitsbereiche für uns in der Firma entwickelt. Gerade das Thema Lehmbau war davor eigentlich eher nicht bekannt, oder bekannt schon, aber nicht aktiv bei uns. Das haben wir jetzt hier, wir haben ca. 100 Tonnen Lehm verarbeitet, haben das in unser Portfolio mit aufgenommen, führe das jetzt auch nach wie vor aus. Und gerade auch für unser junges Team war das natürlich auch eine Chance, zum einen zum Wachsen, zum Reifen, aber auch Sachen auszuprobieren und auch Wege zu finden, wie es vielleicht leichter geht, bekannte Wege auch mal zu verlassen. Genau, das Gebäude ist auf das hintere Eck am Bach 70 cm abgefallen, im Prinzip in den Boden reindrückt. Das hat man dann wieder angehoben, um eben auch innen Räume nutzbar zu machen. Das war sicher eine spannende und auch ja, leitende oder wegweisende Tätigkeit. Das Dach wurde dann komplett verstärkt, statisch ausgesteift und gedämmt. Eben auch auf den KfW-Standard zu kommen. Wir haben im kompletten Haus indirekte Beheizung über Flächenheizung im Fußboden und in den Wandbereichen. Ja, haben mit dem Fensterbauer sehr innig auch das ganze Fensterkonzept erarbeitet nach altem Leitbild. Und ich denke einfach, das Objekt kann sich sehen lassen, und wir sind auch stolz darauf, dass es jetzt auch wieder ja, so gelungen ist. Und ja, ich würde mal sagen, es gehört zu einem der schönsten Gebäude in Funningen. Was war von der Zimmererseite her die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung würde ich mit schon das Anheben sagen, weil es einfach eine nicht alltägliche Aufgabe ist. Und dann war die Bausubstanz einfach auch schlecht. Also es war ein sehr großer Wassereintritt im Mittelteil, wo sehr große Schäden hervorgerufen hat. Und dann waren auch einige Holzschädlinge, Pilze am Holz dran, wo ja, einfach eine schlechte Substanz dann mit ausgerufen haben. Und der Vorbesitzer hat einfach auch sehr viel Holz rausgemacht, hat viel betoniert, und das war natürlich dann auch einfach keine gute Situation, in der wir es antroffen haben. Würden Sie sagen, das ist eines der größten Denkmalobjekte, die Sie je gemacht haben? In Eigenverantwortung ja. Also wir haben in Tübingen damals auch auf der Fruchtkasten mit einem Kollegen zusammen restauriert, haben Schloss Unfels restauriert und gemacht. Das sind alles so Highlight-Projekte gewesen, aber da war dann immer jemand begleitend dabei. Und das Projekt hier selber war dann komplett in Eigenregie, in Eigenverantwortung. Und von dem her sicherlich als der größte oder eigentlich unser größtes Objekt, was so komplett durchgezogen wird. Welche Dachneigung hat die Mühle? Die Mühle hat 55 Grad Dachneigung. Weiß ich ziemlich genau, weil wir die Gaube drauf gemacht haben. Ja, sehr steiles Dach, war auch die Besonderheit, dass wir durch Zufall eigentlich alte historische Biberschwanzziegel durch einen Kollegen gefunden haben, die aus der ähnlichen bzw. gleichen Bauzeit
1578 um den Dreh rum gefertigt wurde. Und dann haben wir eben das wieder mit alten Ziegeln eingedeckt, weil am Objekt selber war 5 verschiedene Ziegelsorten verwendet. Und haben wir einfach gesagt, es passt zum Objekt wieder mit alten Biberschwanzziegeln zum Arbeiten. Und ich denke, ja, man sieht auf die Bilder, dass es einfach auch stimmig ist und dass es auch gut aussieht.